Hallöchen. Herzlich willkommen zurück auf den Crystal Isles. Oh, mir wird schlecht. Kannst du bitte langsamer und aus dem Weg fliegen? Ich habe den Smitty am Haken. Und irgendwo müssen ja auch die beiden anderen Jungs sein. Ja, die sind auch hier. Und ich hab den Fjölnir am Haken. Hallöchen. Warum hängen wir denn bei dir am Haken? Wir wollen ein Quetz zähmen. Mal wieder ein Doppelpack, oder? Oh. Roter Beacon? Den sehe ich, ja. Weiter links davon. Okay. Los. Ja, haben wir. Quasi schon komplett am anderen Ufer. Zurückwechseln auf Ambros geht ja zwischendurch mal, ne? Ja. Gut. So, ich bleib versuche ein bisschen überhalb, oberhalb, fliege erstmal langsam. Das hört sich gut an. Ja. Loslegen? Ja. 3, 2, 1, Feuer. Der erste ging schon mal in die Luft. Jo. Über Land. Ja. Hat sogar noch getroffen. Na, ja, wir sind über Land, das ist ja schon mal was. Da hinten flattert übrigens der schöne Tick. Der nächste. Jo, der nächste. Der nächste, wenn bitte. Wenn wir den hier irgendwann mal geschafft haben. Ja, den nee, schaffen wir schon. Ein bisschen tricky immer das Ganze, aber. Ja. Das ist nicht der erste. Ich treffe relativ gut heute mal. Also ich meine nie, dass ich nicht schlecht treffen würde, aber. Ich glaube, er ist 4 daneben geschossen. Von 10. Das ist schon. Das geht eigentlich. Jetzt würde ich die meisten auch nicht zählen. Na klar, jetzt hat er die Richtung geändert. Ja. Sack. Wo willst du denn hin? Naja, über Land ist immer besser als über Wasser. Das stimmt. Volltreffer. Hat bestimmt ein bisschen, glaube ich, ein bisschen. Oh, doch noch getroffen. Jetzt habe ich ein bisschen verzogen, aber. Vorsicht! Was sind das hier schon wieder für Wetterverhältnisse? Hin und wieder regnet es auch mal. Ja, ich glaube, es hat nie wieder aufgehört zu regnen. Der ein oder andere Schauer ist mal dabei. Oh, Double Hit. Oh, jetzt ist man ganz aufgeregt. Ach, du weißt gar nicht, wo lang jetzt. Das war nix. Mal gucken, wie viele hat schon mal so zwischendurch. Ich meine, da wird wahrscheinlich noch nicht so viel haben. Na, ein bisschen können wir, glaube ich, noch, ne? Oh, 4-9 von 17. Von 17. Oh. Das habe ich jetzt nicht gehört. Wir haben nur die 4-9 gehört. Wir haben es gleich geschafft. Warum das dann nicht irgendwo runtergeht, was dann ganz mies ist, ne? Jo. Können wir nochmal interessant. Zwei Treffer nacheinander landen hier. Also wenn er so weiterfliegt, ist gleich auf unserer Base. Ist doch gut. Ist doch gut. Wollen wir den Netflix auch hinhaben? Hier fällt schon auf, hier wird kalt, ich hab meinen Otter nicht mehr dabei. Gibt ihm Saures. Oder was Süßes. Hauptsache, er kriegt irgendwas rein. Ach ja, so ein oder andere. Weil. Ich glaube, ich habe gerade Florian geschossen. Ich dass er gleich abstürzt, betäubt. Nicht, dass mein Dimo gleich von der Schulter fliegt. Wache? Ausdauer? Oh, halb. Oh, so bleibt. Ach. Oh, oh, oh. Das fliegt auch ohne Kompromisse. Das hat nicht gezählt, da habe ich ihn getroffen.
Was denn jetzt hier eigentlich? Warum ist er denn so tief und so langsam? Ich meine, es stört mich jetzt nicht, aber... Müssen wir vielleicht nochmal gucken, jetzt langsam. Gucke. 9. 9, 9. Boah. 17. Das baut sich recht schnell wieder ab. Den Fuß oder so. Das war ein ganz guter Hit. Oh, das war im Flügel, einer von uns auf jeden Fall, aber zählt ja nicht. Nee. Oh. Oh. Was mit deiner Ausdauer aus? Ja, in der Hälfte, also geht noch. Könnte reichen, je nachdem wie gut ihr trefft. Jetzt haben wir gerade eine Strähne, wie soll man sie? Die scheint jetzt wohl vorbei. Ah, ja. Ich mal gucken, wie viel er hat. Na kleiner Freund. 11, 9. Aua. Definitiv der Flügel. Sollst du nicht Floki abschießen, sollst du hier auf einen Kretz feuern? Nein, ich Floki abgeschossen. Sein Vogel abgeschossen. Machen wir jetzt zwei Flache. Über 50 Pfeile habe ich schon durch jetzt. Echt? Mhm. So. 13,7. Weiter geht's. Oh, das gibt's doch nicht. Langsam wird's ein bisschen dünner mit der Ausdauer. Ja, bei mir auch. Bin auch zu weit weg. Wenn ich jetzt losballere, dann treffe ich hier alles, aber nicht den Fett. Ja, ich komme nicht hinterher. Das bin ich tatsächlich schon ein bisschen schwer mit den beiden Barrikaden. Einer von euch ist ein bisschen zu schwer. Schön. Oh, jetzt ist aber hier. Du hast zwei, drei Schuss noch drauf, dann haben wir ihn. Eins. Ich bleib bei eins. Es gibt aber Hackengas. Ja. Hier. Jo, das war Nummer 3. Wie sieht's aus? 16 von 17, 2. Einmal habe ich noch getroffen jetzt. Sehr gut. Vorher gleich. 16, 3. 16, 6. Wo ist er? Ja, hier links, jetzt ist über Wasser. Das wird's gefährlich. Ja, noch nicht noch ganz. Nicht ganz. Ja, stopp, jetzt erstmal nicht mehr schießen. Jetzt. Scheiße, jetzt könnt ihr runtergehen, wenn wir Pech haben. Ja. Kein Mist, noch ist er oben. Wie viel? Geh ich auch mal runter. Wer ist jetzt noch über Wasser? Ja, ja. Ich hoffe, der baut jetzt nicht auf. Das war. Wir bleiben noch einen Moment dran. Dann müssen wir tauschen, oder was? Ja. Siehst du sie noch? Ich hab gerade keinen Plan. Das ist aber auch richtig über Wasser die ganze Zeit. Ja, mitten über dem Wasser, der Sack. So, wo? Hinter dir, genau. Richtung stimmt. Die Aussicht ist aber wieder bombenmäßig, ey. Quasi bei Null. Ihr könnt landen, wir haben ihn. Jetzt haben wir aber auch gleich, oder? Ich weiß wieder, was du denn nur noch kannst. Wenn ich so, ist wenn wir so erstmal nicht Base, schießen, ne? Dann geht's, bis er über dem Land ist. Dann kannst du nochmal drauf, auf jeden Fall nochmal einen drauf feuern. Ja. Wie sieht's hier unten aus? Ist hier unten irgendwas? 16, oh, der hat schon nur noch 16. Ja. Oh nein, das dreht er wieder ab. Weh doch nicht um. Gut, wir landen. Ja. Das ist doch echt direkt. Kannst aber ruhig drauf schießen, ne? Nee, schießen natürlich.
Also ein Schuss würde ihn aber jetzt noch nicht legen. Also nee. Nee, vor allem zumal sein Dings wieder sinkt, der Topor. Ja, ja, eben. Ja, ja, klar. Ja. Zwick mal einen rein. So, da sind wir wieder einsatzbereit. Alter. Sehr schön. Ist das so über Land? Jetzt drückt natürlich wieder nee. Um. Ja, ist okay, warte. Ja. Soll er die Richtung stimmt, so bleiben? Wo ist denn jetzt? Ja, das über euch, über euch, direkt über euch. Ach da. So, ist er über Land? Ja, jetzt ist er. Ne, noch nicht ganz. Jetzt müsste er aber. Ja, kommt zu. Jo, dann drauf. Gib ihm Saures. Hey. Hat nicht gezählt, ne? Ich hab's gesehen, ja. Nee. Ja, hat gezählt. Komm. Ein noch, ein noch, ein noch. Müssen aufpassen, unten sind Saber-Tuße. Da oben der Kugel. Jetzt hat er noch einen gekriegt. Ey. Oh, zählt also nicht. Ja, scheiße, ein Schuss. Der ran, ah, jetzt. Ein Schuss. Ey. Und ich gleich ist wieder über Wasser. Nein. Jetzt. Aber nein, er stürzt nicht ab. Wie lange braucht er denn noch? Jetzt ist gleich über Wasser. Jetzt ist wieder vorbei. Jetzt geht ja, er runter. Ja, er fällt. Runter. Die Morphodon, check Stego. Sieht gut aus. Oh, war ein bisschen heftig, ja? War eine heftige Landung, ja. Schon mal ein Vogel. Mit X ausklinken, ne? Ja. Ankylo. Oh, warte. Oh mein. Deckstoko ist ja mal nicht schlecht, der kann ein bisschen was wegmauern, wenn hier was kommt. Aber im Augenblick sieht es hier eigentlich ganz gut aus. Und natürlich hier direkt am scheiß Sumpf irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Ja, aber direkt am Ufer, also eigentlich ist es. Ich glaube, das ist die gleiche Ecke hier, wo wir den Rex gelegt haben, oder? Was sein? Oh nein, der kriegt Schaden da jetzt. Oh. Wer denn? Der blöde Ankylo. Ja. Jetzt ist er tot. Von den Barrikaden. Ja, ach, klar. Aber anscheinend nicht ausgestellt. Oh, der Stego. Ah, aber der greift. Oh, doch, der greift an. Scheiße. Warum machen die Barrikaden denn? Warum machen die denn Schaden? Solange auf die Barrikaden geht und nichts anderes erwischt. Aber wir müssten ihn wahrscheinlich töten. Ah. Ja. Bau die Barrikaden doch ab. Ja, gut. Ja, mach ich gerade wieder. Ich hab ihn hier. Ja. Ah, scheiße. Dass es kein Dings gegeben hat, ey. Ja, auf jeden Fall. Stand ja direkt daneben. Juhu. Immer gleich. Pack ihm mal was rein. Hast du Kibbel dabei? Achso. Ich hab sowas Kibbel dabei. Nein. Wer ist denn unser Kibbelbeauftragter? Ja, nutzt er jetzt nichts. Jetzt liegt er hier jetzt nicht mehr. Sagen. Wir brauchen ja auch nur zum Transport, wir wollen jetzt nicht so einen richtigen. Aber wenn ich hier meine 114er ja auch noch in der Tasche oben. Also in der halben Tasche. Ja. Oh, ja. Ein bisschen die Bäume weg, dass wir sehen. Gut, da gehe ich jetzt Kibbel holen. Was für Kibbel brauchen wir? Exceptional 13. Dann tut's auch nicht so weh, wenn wir den jetzt mal einbauen würden und lassen hier liegen und versuchen den anderen gleich nochmal. Oder? Wegen Narcos muss einer hier bleiben, ne? Um reinfüttern? Ja, aber wenn er. Ja, doch. Ja, soll ich ihn jetzt wieder einbauen oder was? Das ist okay, so wenn die Viecher sich dran verletzen und dann schlagen, treten, beißen. Richtig. Ja. Stimmt wohl auch. Vielleicht nochmal deaktivieren das Ganze. Ja, gut, dann lassen wir es jetzt. Aber halt mal. Nicht rein, so gewillt dürfte es auch nicht sein. Das Megaloceros rennt aber auch mitten durch ihn durch. Kennt man ja. Komm ich zu dir weiter?
Ja. Scheint aber eine ruhige Gegend zu sein hier. Ist bei 100%. Echt? Ja. Und hier oben ist ein Sarko. 13, hast du gesagt? Ja. Genau. Und Hyänen sind hier oben. Vielleicht sollten wir die mal beseitigen, frühzeitig. Mm, ja. Ich bin begeistert, die Hyäne. Verstehe ich gar nicht, warum richtig Schiss haben sie. Aber zäh. Aber ich denke doch, das müsste die Ecke sein, wo wir vorhin auf den. Scheiße. Letztes den Wex gelegt haben. Und weiter unten. Das war hier vorne, glaube ich. Die habe ich mal schön mit Anlauf vorlegen genommen. Hast du noch fliegen sehen? Da vorne ist ein Drodon. Schnappst du und rutschst weg. Das habe ich weggepickt. Na so. Ansonsten sieht es hier erstmal safe aus, würde ich sagen. Ja, die Gegend ist aufgeräumt. Wie lange dauert es jetzt? 35 Minuten. Oh, das ist ja. Boah. Nichts. Nö. 8% haben wir schon. Na, das ist ja immerhin schon mal was. Fehlen ja nur noch die anderen 92. Ja, jetzt sind es schon 16. Oh. Dann würde ich. Ja, nur halt würde ich fast sagen, die halbe Stunde. Überspringen wir mal. Ja, vergeht wie euch jetzt, für euch jetzt wie im Flug, oder? Richtig, ich würde sagen, die halbe Stunde ist rum in 3, 2, 1. Wenn 30 Minuten, 35 Minuten immer so schnell vergehen würden. Ja, so ist das wohl. Und zack. Er ist fast fertig, also es sind vielleicht 34 Minuten. Ja, immerhin, ne? Hat ja für den ersten Versuch mal wieder ganz gut hingekommen. Ja. Was quetzt aus? Was ist denn hier mit dem Megalotherus? Hat das hier irgendwie. Probleme? Ja. Steht da neben Morde und guckt sich einen Quetz an? Mhm. Der muss doch schon flauschig sein. Hier ein Dödi kam auch mal vorbei, hat ein bisschen gekuschelt mit dem Quetz. Ein paar punky Farben abgekriegt hier, der Gute. Das stimmt wohl. Wie viele Narcos hast du denn gemacht? Ja, immer so nach und nach, so 60 Stück oder sowas. War ein bisschen viel jetzt im Nachhinein, aber ja. Oh ja. Ey. Soll aus dem Weg gehen? Stolziert, ich habe auch ganz schön stolz rum. Mhm. Und zack. Na ja. Hey. Immerhin 11 Ausdauer dazu gekriegt. Ja, das ist ja. Und Sauerstoff hat er 41, ganz wichtig. Oh, Angriff 43. Da freue ich mich doch, mit ihm tauchen zu gehen. Ja. Angriff 43, Mann. Der folgt übrigens Fjolnir. Ja, ich habe mir auch gerade bedankt. Dann. Mal gucken, ein Bauplan für einen Sattel haben wir ja, ne? Nein, ein Sattel an sich. Den ich Sattel selbst. Ein Sattel selbst. Naja, das ist ja wenigstens mal etwas, sonst hätten wir. Und schickst du nochmal in die Base?
Achso, oder wollten wir dann noch... Also den zweiten jetzt nicht dahinter, oder? Das dauert viel zu. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, wir müssten ja auch erstmal dann, weiß ich gar nicht, ob das reicht. Ich habe noch 70 Schuss, ich habe hier auch ungefähr 80 durchgebraten. Okay. Oh, ich habe 68, ich habe noch zwei mehr Lust. Soll das mal Gruppenkuscheln, oder? Ja. Der Luft wird eng. Die drei blauen. Lass uns mal die Köpfe zusammenstecken. Wer ist in der Mitte? Bleib jetzt einfach mal stehen. So, sitzt da fest? Okay. Transport. Okay. Nicht, dass wir jetzt direkt in dem... Oh. Oh ja, nicht ganz. Ah, knapp davor. Ja, das stimmt. Oh, jetzt geht's wieder. Aha. Liegt da. Der Jumbo. Der Kleine. Ja, der Jumbo. Wo willst du denn unterbringen? Kein Platz mehr. Och. So, ja, noch Platz. Noch Platz. Platz ist auf der kleinsten Hütte. So, war meine Höhle? Ich bin gerüstet. Was? Natürlich. Warte, ich setz mich doch auf. Oh, Scheiße. Alter. Das ist abgeschmiert. Ich hab hier gerade noch so was Grünes runterstürzen sehen. Das ist schwer zu händeln. Der macht hier Sprünge, das ist unglaublich. Alter. Hui. Wo ist denn hin? Ich hab versucht, hier mal drüber zu springen, ne? Ja, geht bestimmt, ne? Mit genug Anlauf geht das. Geht, du bist, springst ja zu weit. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hast du Fallschirm dabei? Ich bin kurz vorher abgestiegen. Wir haben es beide überlebt, den ersten Ritt. Du musst übrigens nochmal einen Pillar bauen, bitte. So, Schnuffel. Alles gut, kannst du hier wieder stehen bleiben. Was ist ein Pillar? Ja, ich brauche einen Pillar. Ein Medium-Pillar, wenn es geht. Sehr gerne. Small? Ja, kommt. Ist drin. Alles gut. Wo denn? Ich sehe nichts. Du siehst nichts. Mach die Haare aus dem Gesicht. Ich sehe da nichts. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab das schon. Ist gut. Aber es war gut, dass du genau danach angeguckt hast und da war er nicht mehr drin. Ja. Ich habe auch aus Versehen oben den Mörser erwischt gehabt. Ja, ich auch. Deswegen habe ich nichts gesehen. Ja, ich muss mir erstmal hier runterstürzen. So. Was machst du denn da oben? Ich würde ja gerne mal bauen, aber irgendwie snacken wir nicht übereinander, die beiden Pillars. Das ist natürlich schlecht. Das zählt nicht. Wie, das zählt nicht? Ich bin hier unten. Ja, huhu. Oh. Alter Schwede. Schmeiß das Kittel erstmal wieder in den Kühlschrank, oder? Boah, mir wird schon wieder schwindelig hier vorne. Zwei wollte ich noch nach vorne dran bauen, aber ich brauche noch mal so ein Leider Gottes. Ich weiß gar nicht, was geht. Wieso nicht? Naja, was hast du denn da jetzt? Ne, ich habe ja den langen hier. Ja, ja, schon klar. Und der geht aber nicht bis in den Boden rein. Jetzt dachte ich, mit Medium-Pillar, den ich dran klatsche, geht das. Aber ich weiß, wie ich es anders machen kann. Ich bin ja ein Fuchs. Hast du das schon mal erwähnt? Ja, öfter. Mehr als genug. Ich erinnere mich dunkel. Also brauchst du jetzt noch was oder nicht? Das sage ich dir in ein paar Sekunden. Ich kann den gar nicht aufheben. Warum kann ich den nicht aufheben? Ich sag's dir ein paar Stunden. Ja. Oh. Sieht ja ominös aus. Hast du wahrscheinlich auch schon gute 500 Teile verbaut in einer Brücke. Müssen wir wieder die Strukturen hochdrehen. Naja, so viel waren es noch nicht, aber wenn unsere Häuser daneben noch kommen, ja. Was machen wir denn jetzt? Wir wollten mal zur Höhle, ne? Ja, richtig, aber das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen schon mal kurz hin, gucken uns das nochmal an. Wir gehen hin, das können wir machen. Also, wir können uns auch teleportieren.
Wir hätten ja aber vorher noch mal ein Otter auf die Schulter schmeißen. Hilft das? Bringt das? Ja, hab ich was? Nicht, dass es da kalt ist in der Höhle. Na gut, dann. Steht ja irgendwo noch so ein ranziger Otter rum, hätte ich bald gesagt. So ein niedlicher Otter rum. So ein ranziger. Im ersten Stock steht eine ganze Menge Otter. Ja, welche Höhle wollen wir denn? Ha! Funktioniert, bin ja ein Fuchs. Eskatrisen, da, wo oder? Die Dingser sind, beinahe gesagt. Die Rockdrakes. Ja. Ja. Lass mal gucken, ob wir da die Rockdrake-Höhle finden können. Oder die Rockdrake-Höhle. Oder was? Wie wollen wir? Hier ist einer, was ist denn das hier für einer? Der rote? FF. Mitty. FF ist meiner. Natürlich. Aber welchen wunderschönen Namen hört er? FF. Das sind alles meine Tiere hier. FF. Wir können Otter. Wo willst du denn kein Otter? Da hinten in der Ecke stehen noch 3600 Otter. Ja, du weißt nicht, die sind alle benannt. Ja, sag ich mal. Wolltest du 9 Otter? Du hättest ja länger als ich können. Ich krieg ja kaum. Ich so, dass beide nicht schon 20 da haben. Ich nehm die Pirat jetzt, oder wie gehört der? Ja, ja, nehm den. Nimm den jetzt. Sonst kannst du ja auch die Peskatrize nehmen. Das kann ich nicht aussprechen, dann nehme ich die mit. Die wäre aber auch gechippt zum Tod noch. Egal. So. Eine Foundation nehme ich dann demnächst nochmal, aber das machen wir dann, wenn wir da sind. Nein, weißt du, was ich mitnehme? Wenn wir denn schon mal in eine Höhle gehen, dann nehme ich kein Otter mit, sondern. Was braucht man in der dunklen Höhle? Ah, das soll leuchten. Etwas. Leuchtendes. Abfahrt. Moment. Jetzt muss man noch einen davon den aussuchen. Den hier, der hat am meisten Ladung. Ist egal, welche brauchst du denn noch? Was, wie hier? Ja. Pionier, welche brauchst du denn noch? Ach so, ja, Oder welchen brauchst du nicht, sagen wir mal so. Ja, nimm den hier vorne gleich mit. Oh. Warte mal, bisschen leveln noch hier den Hund. Ich hoffe ja, dass er Leben zurückkommt, aber... Ja, ganz wir sicher. Gehen schon mal, ne? Ja, wir kommen. Moment, wo seid ihr denn? Wir sind weg. Oh. Ja, nicht die ganze Dachzeit. Wir sind da. Welcher seid ihr jetzt? Rockdrake. Gut. Da wollten wir doch hin, oder wollten wir woanders hin? Nein, ist gut. Hier sind wir. Unsere Base ist da, wo mein Handschuh durchlungert. So, und hier links um die Ecke sind sie. Einmal hier vorne um den Ursprung. Dann schon mal das Fernglas abgeschmissen. Hier ist schon der gleich der erste, 60er Weibchen. Wir suchen ja nämlich hier schon Eier. Am Tageslicht. Da hinten ist ein 180er Weibchen. Und das eigene. Okay. Das. Nee, da lässt du schon deine gierigen Griffel raus. Hilfe, ich bin im. Hier geht's in. Hier geht's in die Höhle. Hier ist keine Höhle. Dann, würde ich sagen. Ich hab schon Ei gesehen. Wir gucken in der nächsten Folge mal rein. Würde ich auch sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge das Ganze mal an. Wir landen jetzt hier vorne. Alle. Keiner geht zum Ei. Ich kann nicht schon mal? Nee. Nein. Aber gut. Ich da wieder raus. Du hast einen 60er Rockdrake am Hacken. Genau. Ja, den kriegen wir schon aufgegessen. Alles klar. Ja. Der hat sich hier gerade festgebacken. Kleiner Cliffhanger. So sieht's aus. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da für den guten alten Quetz. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.